Ich habe selber gemacht. Okay. Okay. Wer ist für mich her? Bitte noch jemand anders? Morning, sir. Hello. Der Marin ist da. Mario bringt den mit, den Honig von Zeit. Ich habe gestern den Honig mitgenommen. Ach so, was riecht man Das mit? ist in. Oder kann ich auch ohne? Leute, ich weiß, dass ich schon noch einen Hofstaat. Es ist Honig? Ja, ich wollte gerade. Ja, aber sie weiß nicht, wo ist. Ist drüben. Das ist mein Aber wir haben Zimmer. doch auch Honig Ja. von uns. Das ist der richtige Honig. Von der Das, wo meine Bibel. Band ist. Ich weiß nicht. Das. Richtig. Siehst du mich? Ich bin so. Wer hat ihm das eigentlich mit dem Mann mit dem Honig eingesetzt? Was war das eigentlich? Wer war das eigentlich mit dem Mann mit dem Honig? Wer hat Ich ihm muss das täglich lernen. gesagt, dass das so gut ist? Jeder andere Honig ist genauso gut. Nee, ich halte nicht hiervon. Welcher Honig? Jeder normale Honig ist Saluka. genauso. Manuka-Honig. Das ist auch nur so ein Hype, Sie war um meine Geld zu machen. erste Oder ist Freundin. auch Sie heißt was. Maluka. Was soll denn das? In jedem Schön. Wirkstoff, der Ja. in jedem Ja. Honig ist. So, Der Ihre Honig. Erinnerung, ich nehme immer Zimt. Honig. Muss Ja. man mal anfangen? Der ist aus Neuseeland. Fast, Ja. ja, Gabi, fast. Neuseeland. Schön. Fast Kanada. Fast Kanada. Oh. Es ist das Gleiche. Nicht so Also weit überall. ja. Das ist. Müssen noch kurz warten, dass ein paar Leute Danke kommen. Wenn man richtig kommt. Ja. Okay. You remember yesterday what Erinnert ihr euch gestern an das Thema, über das wir geredet haben? Wollte man Gewissen weitermachen? Okay. Gewissen? Gewissen, mit die Gewissen mit den Emotionen verbunden sind. Genau. Ah, okay. Ja. Und dann waren wir, glaube ich, bei den Politikern ganz zum Schluss, habe ich mir jedenfalls aufgeschrieben, dass die künftigen Politiker nachts beten und morgens mit Gott anfangen. Und dann Das mit den Emotionen. waren das eben, hattest du von 100 Politikern gesprochen. Ist das in der Zukunft oder sind sie jetzt schon? Das ist Geheimnis. Alles klar. In 2. Jahre, oh, ich muss oft mich sagen, weil ich kriege langsam Alzheimer. Auch Englisch, Nee, bitte. da können wir dir deine Seminare vorlesen. Dann ja. Ich kann das nicht. Vorlesungsstunde. Ah ja. Auf Englisch, ja. In Pakistan, da waren so viele Leute. In Pakistan gab es so viele Menschen. And they always want to talk with me. Und sie wollten immer mit mir reden. So, I behave like I have a problem to hear, yeah? Und ich verhebe mich dann immer so, als hätte ich Probleme zu hören. So, when they were talking, I said, was? Als sie mit mir redeten, habe ich gesagt, was? They said, Seminar beginnt, I said, was? Sie haben gesagt, das Seminar beginnt. Ich habe Und der gesagt, hat was? Probleme. Sie hatten Probleme zu hören. Ich Aber hab, eine war sehr, one was very clever. aber einer war sehr schlau. He was sitting upstand. Er hat im Abstand gesessen. He said,
Mein Leute, I buy mango for you. Also wenn du bei mir. Er sagte sehr leise, ich habe Mangos für dich gekauft. Und dann sagte ich, Wait, wo sind die Mangos? I say, siehst du, er kann hören. Dann sagte er, Davy, er kann hören. Okay. So, we can start here. Können wir also anfangen? Okay. Die Topic des Conscience and the Truth. Das Thema, das Gewissen und die Wahrheit It go beyond the eternity. geht über die Ewigkeit hinaus. Not one eternity. Nicht nur eine Ewigkeit betrifft das. They're always coming black hole. Es kommt immer ein schwarzes Loch nach einer Ewigkeit. And then begin new eternity. Und dann beginnt eine neue Ewigkeit. And then there are countless internal life. Und dann gibt es zahllose ewige Leben. Where will we end? Nobody knows. Und wo die, bis wohin die sich erstrecken, das weiß niemand. But this truth is so going beyond eternal life actually. Aber die Wahrheit geht so weit über das ewige Leben hinaus. Right now I was just closing my eyes Vorhin habe ich meine Augen kurz zugemacht. and I saw a moon. Und ich sah den Mond. And God was sitting in the moon. Und Gott saß auf dem Mond. And I was in heaven. Und ich war im Himmel. And I was sitting not more than 40 feet. Und ich sah nicht, sah, ich sah nicht, ich saß nicht weiter weg als 40 Meter. 40 Member. Ah, und ich sah dort nicht mehr als 40 Mitglieder. But they all was Messiah. Aber sie alle waren Messias. Ne? But I don't know which time they had lived Aber actually. ich weiß nicht, in welcher Zeit sie gelebt haben. If in human creation Ob das erst in der menschlichen Schöpfung war or other creation. oder in anderen Schöpfungen. This I cannot tell you. Das kann ich euch nicht sagen. My habit is when I go to God, Meine Angewohnheiten sind, wenn ich zu Gott gehe, I sit down always in the last. ich setze mich immer an den letzten Platz. Because God is a strange God, Weil actually. Gott ist ein fremder Gott. If I go front, he say, this is not your place, actually. Wenn ich mich ganz vorne hinsetzen würde, könnte er sagen, das ist nicht dein Platz. Then, Was dann? yes, so I always sit down in the end. Und deswegen setze ich mich immer ganz ans Ende. So this moon, we saw heaven and God was in the moon. Und in diesem Himmel sahen wir den Mond und Gott war im Mond. Okay, this has nothing to do with a gewissen Thema, but Das hat zwar nichts other, mit dem Thema des Gewissens zu but I tun, share with you what I aber ich just teile mit euch, was ich trotzdem gesehen habe. And this moon came so near Dieser Mond kam mir so nah in heaven. im Himmel. Not only me, in heaven. Nicht nur mir, dem ganzen Himmel kam der so nah. 50 Meter. Bis auf ein Abstand von 50 Meter. 30 Meter. Dann nur noch 30 Meter. And still moon was very big. Und immer noch war der Mond sehr groß. And it was moving very slow motion. Und dieser Mond hat sich sehr langsam bewegt. You know, like you saw sometime balloon is moving. Habt ihr manchmal gesehen, wie sich Ballons bewegen? So I saw God is moving. Und so sah ich auch, dass Gott sich bewegt. And he was watching this 40 Messiah and me too. Und er schaute diesen 40 Messias hin und auf mir zu. And then he says, Und dann sagte er, you come front, baby. komm du nach ganz vorne. And why you sit behind? Warum setzt du dich hinten an? I say, I do not know you. Ich sagte, ich weiß nicht, wie du bist. In the childhood, I thought I know God. In der Kindheit habe ich gedacht, ich wüsste, wer Gott ist. Ich kenne Gott. The more I grew, Aber je mehr ich wuchs, I came to know, he also can be strange God. desto mehr lernt, fand ich heraus, dass er auch ein sehr fremder Gott sein konnte. He said, come near me.
Er sagte, komm, komm an mich heran. So near me, near me, near Und er me. kam näher und näher und näher. And the moon was not more than 5 meters. Dann war der Mond nicht mehr als 5 Meter von mir entfernt. And he was sitting in the moon. Und er saß im Mond. And I saw like a, I see Simon. Und ich sah ihn, wie ich Simon sah. And he just went like this. Und er ging. Over us, yeah. Er kreist um uns, über uns herum, So every this Messiah can see. so dass ihn jeder Messias sehen konnte. But I could not figure out Aber ich konnte nicht if herausfinden, this was a Messiah of human creation ob das Messias in der menschlichen Schöpfung waren or other creation. oder von anderen Schöpfungen. Yes. And so many times he came so near to me. Viele Male kam er so nah an mich heran And then one time, und dann einmal. for example, you are here, no? Zum Beispiel, ihr seid hier. For example, Ja. even you have a lighting speed. Selbst wenn ihr Lichtgeschwindigkeit If besitzt, you go away from me, wenn ihr sehr weit von mir wegfliegt, if you go away from me, wenn ihr sehr weit weg von mir geht, I can tell is right or left or up and down direction I can tell. kann ich immer noch sagen, in welche Richtung ihr geflogen seid. Hoch, runter, But links, rechts, vorne, hinten. God is, he just comes, is there and just disappeared without any audience. Aber bei Gott ist es so, er erscheint einfach und dann, wenn er wieder verschwindet, verschwindet er, ohne dass wir sagen könnten, in welche Richtung er verschwunden ist. No, you cannot tell. Habe ich doch gesagt. Yeah. Ist sehr gut, tatsächlich. Everything is okay mit Ja, dir. ja, ja. Oder willst du wieder vorstellen? Ja. Okay. So, spurlos in Verschwunde. Spurlos verschwindet er, without a trace. Without any, I never happened that I could tell you direction. Es ist, ich konnte bei keiner einzigen Begebenheit danach sagen, in welche Richtung er verschwunden ist. He's there. Er war auf einmal da Und Stanley is und auf einmal he disappears. ist er verschwunden. Yes. Without telling which direction. Ohne zu sagen, in welche Richtung er gegangen ist. So, this is what I saw just. Und das ist, was ich gesehen habe vorhin. And I was saying to myself, Und ich habe zu mir selber gesagt, how blessed I am. wie gesegnet ich bin. The moment I close my eyes, I'm someplace else. Der Moment, in dem ich meine Augen schließe, bin ich irgendwo anders. The moment I open my eyes, I'm here. Der Moment, wo ich meine Augen wieder öffne, bin ich hier. So, lighting speed has no meaning. Lichtgeschwindigkeit hat keine Bedeutung. Yes. Now, topic about state of conscience. Jetzt ist das Thema das Stadium des Gewissens. Yes, in internal life, they are more eternity, more eternity, more eternity. Ja, im innerlichen Leben gibt es mehr Ewigkeiten und noch mehr Ewigkeiten und noch mehr Ewigkeiten. But question is, Aber die Frage ist, you cannot be there. ihr könnt dort nicht sein. You need a light of God. Ihr braucht das Licht Gottes. And light of God Das Licht Gottes comes because quality of how much you love and how much is your will was for God actually. und das Licht kommt gemäß der Qualität eurer Liebe für Gott und wie viel und wie stark wie stark euer Wille war für Gott etwas zu tun. Someplace every day. Irgendwo, an irgendeinem Ort, jeden Tag. Jesus was very desperate feeling here, desperate. Jesus hatte ein sehr verlangendes Gefühl, He don't want to do anything. denn er wollte nichts tun. Only he want to be in street. Er wollte nichts anderes tun, als auf der Straße zu sein. And he always said, let's go to state. Und er sagte, Let's go to city. Let's go to, yeah. immer wieder, lasst uns auf die Straße gehen, lasst uns in die Städte gehen und so weiter. I mean, let's say if I tell all of you, forget your work.
Ja? Angenommen, ich sage euch, vergesst eure Arbeit. Just come with me in the street. Kommt einfach mit mir auf die Straße. Just forget everything. Vergesst alles andere. What your mind opinion will be with me, about Wa me. was wäre dann eure Meinung über mich? We have many other things to Wir haben do. viele andere Dinge zu Yeah, tun. he Bitte don't Rolle. care. Yes? Ja. And then Jesus was saying, Und dann hat Jesus gesagt, yeah, please. ja, Yes. Dunkelheit ist so viel hier. Yeah. It's okay, Gabi, jetzt brauchst du nicht hängen da. Ja, okay. For him, Für ihn. many times he was angry, Er war viele Male wütend. frustrated, Er war viele Male frustriert. and then he went alone in the bazaar or like a sign, like a Dann ist er alleine pilgrim. auf den Bazar, auf den Marktplatz gegangen, der so war wie die Zeil heute in Frankfurt. And he always say, Und er sagte immer: can you imagine if I walk on this side Könnt ihr euch vorstellen, wenn ich auf der Zeil laufe and my clothes is not flaked und meine Kleidung ist nicht gepflegt and I say, I am Messiah. und ich sage, ich bin der Messias, Yes. How are you gonna feel? wie werdet ihr euch fühlen? Yes. I remember in summertime, Ich erinnere mich in der Sommerzeit. a young woman, she took flyer, one of them, and she was very emotional. She says, when this Messiah was living. Eine junge Frau kam einmal in der Sommerzeit und nahm einen Flyer von einem von uns, die mit ihm verteilt waren, und fragte, wann hat, war sehr emotional und fragte, wann hat dieser Messias gelebt? Yeah. I don't know who was Mario or somebody was. Ich glaube, Simon. It's Simon was. Ja. Yeah. Der zieht immer schöne Frauen Yes. And an. I think he said, Und ich glaube, er hat gesagt, er lebt immer noch. er lebt immer noch. Da steht er. Ja, da steht er doch. She saw my 4 days bath, yeah. Und sie hat mein How Vier-Tage-Bad gesehen. I look, yeah. Und wie ich aussehe. Ja. She said, "Das ist Mutter." Das ist der Messias. Das ist Mutter. Das ist der Messias. Nein, Nein. ist Seht ihr das? ja. And if Jesus was so desperately Und wenn Jesus so verzweifelt, verzweifelt war oder sehnsuchtsvoll, was weiß man nicht. ja, nein, Desperate means so. A sehnsuchtsvoll. will something, yeah. Then why he did not wrote one book? What is the benefit for the will of God? Why he did not write Warum one book? hat er dann nie ein Buch geschrieben, was für den Vorteil von Gottes Willen gewesen wäre oder den Titel hat, der Vorteil für Gottes Wille? So mankind know Damit die Menschheit weiß, open God is. sie mit offenen Karten spielen kann. There was a mistake. He did not Und dort war der Fehler, denn er hat nicht explain why it's so important erklärt, warum es so wichtig ist for the will of für den Willen Gottes. God. Now we die. Wenn wir jetzt sterben, I'm pretty sure in end of this century nobody ich will, bin oder? mir sehr sicher, dass am Ende dieses Jahrhunderts niemand mehr leben wird. We are with you. Wie alt bist du? End of century. 95. Nee. Mathilda? Wie kann der, wie alt sie kann sein? Ich glaube 89 oder 10. Wo also 81. Das ist Chance. Ja. Ich bin dann unter 95. Das ist realistisch. Welches Jahr? Welches Jahr? Das Jahr 2100. Das ist 100. Sander könnte schon. Ja, Noah kannte ja auch. Ja, 100. Der 90 stand in Ordnung. Ja, der war so viel Bock. Ich bin dann 104. 104?
Aber sei mal, du bist nee, doch I don't think. Du bist auch alte Oma. Du bist doch ganz leicht, Mann. Wie alt kannst du es schon? Boah. Wenn die Medizin dahin entwickelt, warum nicht? Jeden Tag reife Borinka. Also ich habe keine Hoffnung. Du auch nicht. Du auch nicht, Eve. Wer denn? Dein Vater ist doch auch 105 geworden. 107, oder? Mein Vater hat gesagt einmal. Mein Vater hat einmal gesagt, my father said one time. Ich lebe Englisch so lange, aber meine Zwecke war nicht wie deine Zwecke. So ich bete, dass du komm 106. I was living so long, but my purpose was not like your purpose, and I wish that you lived so long. And he was the only one who said to me. Und er war der Einzige, der zu mir gesagt hat. Forget and leave Pakistan. Vergiss und verlasse Pakistan. They will kill you because he went in the city, he went in Pakistan. They are so hate you, they will kill you anytime. Weil sie werden dich in der Stadt töten. Überall werden sie dich in Verfolgung, um dich umzubringen. Yes. So he was saying, und er sagte also zu mir, what Jesus said, was Jesus sagte, they are the wolf actually. Das sind die Wölfe, das sind Wölfe. They will eat you even, you know? Sie werden dich selbst fressen. So Jesus said, don't throw the diamond. Und Jesus sagte, schmeiß keine Diamanten. Ne? To wolf actually. For the world. Because they're gonna come and they're gonna fress dich. They're gonna. Weil sie werden kommen und sie werden dich fressen. Yes. So Jesus was saying, don't tell the truth only to special people. Jesus sagte, sag nicht die Wahrheit nur sehr besondere Menschen. But we have a good luck. Aber wir haben das Glück. We can speak to wolf. We can speak to Schlange. We can speak to evil, we can speak to good. Wir können zum Wölfen sprechen, zum Guten, zum Bösen. So we are thanks zu Schlangen to this timing that democracy allow this us to speak. Wir danken also dieser Zeit der Demokratie, die uns erlaubt zu sprechen. If Catholic timing was there, what do you think? I can say I'm a Messiah. In der Zeit der Katholiken vor 200, 300 Jahren, hättet ihr, denkt ihr, ich hätte sagen können, ich bin der Messias? Einmal bestimmt. Einmal, ja. Danach, maybe zweimal. Ungefähr. Danach hättest du wie Luther. Du hättest wie Luther dann in irgendeinem Burghof die Bibel übersetzen müssen, den Rest deines Lebens. Anbeten. Oh. Yeah. Aber he took a risk. Aber er, Luther hat ein Risiko auf sich genommen. 1517 Reformation. 1517 Reformation. He took a risiko. Er hat ein Risiko auf sich and genommen. He was writing the book. Und er hat weiter sein Buch geschrieben. So let's come to back to, topic. Lass uns zurück zum Thema kommen. Yes. So conscience. Das Gewissen, ne? Is also universal. Ist auch universal. And he can take you. Und der kann euch dorthin mitnehmen. Eternity and eternity and eternity. Von Ewigkeit zu Ewigkeit zu Ewigkeit. But. Aber. He depending on the light actually. Er ist abhängig vom Licht, das er hat. Yes. I remember. I even if this Nadine will be in the. If she can hold on until last days, I saw she was able to fly. Ich habe she was able to fly and meet down dimension her ancestors. Ich habe gesehen, dass wenn Nadine bis zu ihren letzten Tagen der Mission und Gott treu bleibt, dass sie in der Ewigkeit fliegen kann. Und ich hatte gesehen bei einer Begebenheit, dass wenn sie das tut, in die dunkle Dimension ihrer Familie und Vorfahren geflogen ist. She had a possibility. Sie hatte die Möglichkeit, sie zu besuchen. They don't have possibility. Aber ihre Vorfahren und ihre Familie hatte nicht die Möglichkeit. So next day I told Nadine. Und am nächsten Tag habe ich Nadine gesagt. I said, Nadine. Nadine. If you are loyal to God. Wenn du Gott loyal bist.
Den Generalfeldmarschall heute schlecht. Ich vermisse Wolfgang. Nee, der andere, ne? Ja. Wahrscheinlich. Du kannst ja nicht emotional reden, das wird nichts. Wenn du so spät der Professor das war. Yes. Aber in Amerika, ja. Yeah, wenn ich schwarze Amerikaner bin, da kannst du sprechen. Der Gunga wie, wow. Der, oi, der. Guido ist not there. I say to Guido. Guido ist leider nicht hier, aber ich habe einmal zu Guido gesagt. Wenn du geh Afrika. Wenn du nach Afrika gehst. Und the way you speak. Und so wie du sprichst. So wie du mit uns sprichst, mit diesen Leuten sprichst. And I don't know, he had a diesel motor, he can cry anytime. Ja, und ich weiß nicht, er hatte einen Dieselmotor in seinen Augen, er konnte jederzeit auf Knopfdruck weinen. Ja, er hat den Knopf gedrückt und dann konnte er weinen. I said, if you are in Africa. Ich habe gesagt, Guido, wenn du in Afrika bist. Wow, die Afrikaner werden das lieben. They love that. Die lieben sowas. They're gonna say Hallelujah. Die werden sagen Halleluja. And if they, he say I'm prophet, they will believe. Wenn sie, wenn er sagt, ich bin ein Prophet, werden sie glauben. Hat er gesagt? Er hat dann gesagt, ich möchte das. Wie heißt der Freund? Bianca. Bianca. Welche? Bianca. Bianca sollte mit. Bianca sollte mitkommen. Es wird gesagt, niemals. Ja. Und er hat gesagt, niemals werde ich nach Afrika gehen. So, I think you have to see which emotional moment is when you can be loud and which emotional moment when you be light. Ich kann auch so übersetzen. Ich wollte niemals. Ne? Yes. So, I was very surprised that. Und so hat sie dann gesagt, that she was flying actually. Sie ist geflogen. And she was meeting her family and sister. Also Nadine ist geflogen. Sie hat ihre Vorfahren und ihre Familie getroffen. And her ancestor was loving her. Und ihre Vorfahren haben sie sehr geliebt. Her family too. Ihre Familie auch. Okay. Und ich sagte. The way this family loving diese Nadine. So wie die diese Familie Nadine liebt. Why they could not join God actually. Warum konnten sie Gott nicht beitreten? So I told her next day, Nadine. Das habe ich ihr am nächsten Tag erzählt, der Nadine. What you will do? Was würdest du tun, Nadine? She said, when I fly. Sie sagte, wenn ich fliege. Down the major. In niedere Dimension. I will take many Broschüren. Werde ich viele Broschüren mitnehmen. And when they will show me their love, I will say here. Wenn sie mir ihre Liebe zeigen, werde ich sagen hier. The way that she should help, or even she had to carry, she should fly away. Yes. Ihre Familie wollte, dass Nadine ihnen hilft oder sie selbst auf ihren Rücken trägt, damit sie aus dieser Dimension mit ihnen fliegen kann. Yes. Take them, take us out. Sie sagten, nimm uns hier heraus. But they were not interested. Aber dafür interessierten sie sich nicht. Nein, they were, you are too speedy. You let me finish my sentence. Yeah. They were not interested this picture. Yeah. Aber dort interessierten sie sich nicht für diese Busche. Immer noch. Immer noch nicht. So she will give this. They say, what is this? Und wenn sie das, sie gab also diese Broschüren. Wenn sie das dann geben würde, dann würden sie sagen, ach, was ist das? Wir haben doch genug gesehen, when you were living with us. Wir haben doch bereits genug davon gesehen, als sie mit uns auf Erden gelebt haben. We had the argument, we have everything, yeah. Wir hatten Diskussionen mit dir, wir hatten alles, jede Form von Streit. We don't want this, we want just fly away from me. Wir wollen das nicht. Wir wollen einfach nur, dass du mit uns hier wegfliegst. So I saw also this Christiane. Und ich sah auch Christiane. She coming down dimension. Sie kam in niedere Dimension. And her mother was saying down dimension. Und ihre Mali-Mutter hat gesagt, Christiane, du hast mich vergessen. Christiane, du hast mich vergessen. Du hast mich vergessen. Du hast mich vergessen. And ach, sie gerade war
heiß es leben. Und 80 Grad war es dort heiß. And and there was some time she must go up. Und Christiane konnte dort nicht für immer bleiben. Es gab eine Zeit, wo sie wieder nach oben gehen musste. Aber she was very emotional. Aber sie war sehr emotional. But this heating, aber diese Hitze war. Always she got one glass water. War so stark, aber Mali, ihre Oma, ihre Mutter, bekam immer ein Glas Wasser dorthin gebracht. Ja. And she put her. Ein kaltes Glas Wasser. Und das hat Mali dann genommen und hat ist über ihr. Ich finde Somalia und 80 Grad passen gut zusammen. Deswegen gebe ich ihr diesen Neologismus. Prost, du sollst einfach nur übersetzen und werten. Yeah. Ja? Okay. Malis hat ein kaltes Glas Wasser bekommen und hat es auf ihren Kopf ausgeschüttet. And I say, Angel, why she. Warum kommt es von Zeit zu Zeit Wasser, um sich abzukühlen? Say, und sie hat gesagt, dass she gave money to Christiane. Sie hat Geld der Christiane gegeben. And she gave it to me for the books. Aber Christiane hat dann dieses Geld mir für die Bücher gegeben. So this is one glass water. Und dieses Glas Wasser bekommt sie dafür. Imagine you are in sauna, yeah? Stellt euch vor, ihr seid in der Sauna. And suddenly you cannot take it. Und auf einmal, ihr tragt es nicht mehr in der Sauna. You come out, you want to take a cold shower, yes? Und ihr kommt raus, ihr wolltet eine kalte Dusche nehmen. And I was thinking. Und ich habe mir gedacht, so much wert is this one glass of water. So viel Wert hat dieses eine Glas Wasser. Yes. But in the end, she could not go on. Aber am Ende konnte Christiane nicht mehr rausfliegen. Because the magnet of this dimension, she was running like a plane, yeah? Denn she go like this and she go like this. Versuchte wie ein Flugzeug Anlauf zu nehmen, um dann langsam abheben zu können, aber sie wurde immer wieder von dieser Dimension angezogen. Let's say plane are 3-4 times cannot fly and the airport is become in the end, what happened then? Wenn ein Flugzeug zum Beispiel 3-4 Mal nicht abheben kann, irgendwann ist die Landebahn dieses Flughafens vorbei und man kann nicht mehr abheben. Yes. Propeller hat keine Chance da. Ja, ein Propellerflugzeug hat in diesen Dimensionen keine Chance. So diese Angel hat der Angel told me. Und so hat die Engel gesagt. Die Christiane. Dass Christiane. She cannot leave this dimension. Nicht diese Dimension verlassen kann. I said, I'm very sorry. Und ich sagte, es tut mir sehr leid. I told her 1000 times. Ich habe ihr 1000 Mal gesagt. About her. And she said, yeah, I spoke. Now she said, they will not change. Yeah? Und jetzt sagt sie, Christiane, sie werden sich nicht ändern. Yes. Good. Same situation is. Because this is very important to come to know the Gewissensstadium, actually. Ich erzähle das, weil das sehr wichtig ist für das Gewissensstadium, damit wir das kennenlernen. So I say, ich sagte, I have a problem with these people. There was, if they would follow mission, we have so many people, actually. Yeah? Ich habe ein Problem mit diesen Leuten. Wenn sie folgen würden, ich habe kein Problem mit diesen Leuten. Aber wenn sie uns folgen würden, wir hätten bereits so viele Leute in der Mission. When I'm on Earth. Wenn ich auf Erden bin. Während ich auf Erden bin. So I said, I'm very sorry. I was talking to her a long time. Und ich sagte dann zu diesem Engel, tut mir leid, aber ich habe schon lange, lange mit ihr darüber geredet. So when they saw, und sie gewarnt. I'm not helping. Und als die Engel sahen, dass ich ihr nicht half, so they went rescue. Gingen sie mit einem Rettungsteam. And they saw the golden rope. Und warfen ein goldenes Seil runter in diese Rennen. And she hold.
Und sie hielt sich dran fest. And they pull her. Und sie haben sie hochgezogen. And there was a magnet space, which dimension was vorbei, it's over. Yes. Und dann haben sie an diesen Punkt gezogen, wo die magnetische Kraft dieser Dimension von ihrer Familie nicht mehr da war. She could fly. Und dann konnte sie wieder wegfliegen. After this, und danach she was so nachtragisch. War sie so nachtragend. I did not help her, yeah? Ja, ich hatte ihr nicht geholfen. She went back to this angel who she was loving. Ja, da gehen wir wieder zurück zu diesem Engel, den sie geliebt hat. I'm telling you, future life. Und ich sage euch, das geistige Leben. There are many phenomena. Da sind viele Phänomene. You know? Wisst ihr? Wenn ein Spielchen war. Nobody, yeah, but he's very crystal light, handsome being. Yeah. Ihr Wesen ist ein sehr kristallblaues, wunderschönes Wesen. Internal life, she never had one time argument. Im ewigen Leben hatte sie kein einziges Mal eine Diskussion mit ihm. Before she came. Bevor sie herkam. With me every day, actually. Aber you know? Mit mir jeden Tag. Oh, wie viel muss noch arbeiten? Du musst mir tragen, ja? Ja, sie sagte, wie viel muss ich noch arbeiten? Wie viel muss ich noch tragen? One more story and then we come to state of Gewissen and Emotion. Noch eine Geschichte und dann kommen wir zum Stadium des Gewissens und der Emotion. This Gerti was going down. Einmal Gert. Einmal nie, I saw. Ich habe gesehen, dass Gerti auch in ihre Dimension gegangen ist, um ihre Sippe zu folgen. Um ihre Familie and, zu besuchen. She had a passport of her mother and her days. Und sie hatte Birgit and all and she thought I can get a visa for them. Und sie hatte die Pässe von ihrer Familie Birgit und den ganzen Leuten. Ich weiß nicht, wie sie heißen. She was exhausted. She could see the embassy, but there were so many streets. Aber she could not find the embassy. Und Gerti versuchte dort die Botschaft zu finden, aber da waren so viele. You could see the Botschaft on the mountain. Man konnte die Botschaft auf dem Berg sehen, aber dorthin zu gelangen, die Straßen waren so verwirrt und so verzweigt. Thousand street. Da waren tausend von Straßen und sie konnte sich nicht zurecht. Yes. And she was exhausted, yeah? Und Gerti war erschöpft. I thought I should help her. I came down. Und ich dachte mir, dass ich ihr helfe. Ich kam herunter. Down. Runter. And I said, Gerti, I help you. Und ich sagte, Gerti, ich helfe dir. And I went so many streets. Now I cannot find the way for embassy. Und ich ging auch durch die ganzen Straßen und auch ich verlor mich in diesen Straßen, fand nicht den Weg zur Botschaft. And then I said, wait, then I fly and then I see the embassy. Dann sagte ich, warte kurz, ich flog hoch und dann sah ich den klaren Weg zur Botschaft. But when I come down, aber als in dem Moment, wo ich wieder runterkam, tausend complicated streets. Yes. Waren da wieder tausende von komplizierten Straßen, yes. Ne? Und wieder fand ich nicht den Weg. And the dimension where she visited, Gerti cannot fly there. Und die Dimension, in der Gerti ihre Familie besuchte, dort hatte sie nicht die Fähigkeit zu fliegen. And the time was over. Die Zeit für sie, ihre Besuchszeit war vorbei. Anyway, I came down after a long time. We found on the mountain hillside this embassy. So, ich kam also wieder runter zu Gerti, half ihr und nach einer langen Zeit schafften wir es dann doch, die Botschaft auf diesem Berg zu finden. So we went on the Treppe embassy. Wir gingen also auf die Treppe der Botschaft. And Angel came out. Und dann kam die Engel heraus. They saw my light. Sie sahen mein Licht. They welcome. Sie haben mich willkommen geheißen. I say she was helping while in mission. Und so she has many passport and she wanted visa. Und ich sagte, diese Frau hat mir meiner Mission viel geholfen. Sie hat viele Pässe dabei und sie möchte ein Visa für diese Pässe. They say, okay. Und sie sagt, okay. But when Angel took the path, aber als die Engel diese Pässe an sich nahmen, picture is not there. Auf einmal waren die Bilder von dem Passinhaber nicht mehr drin. When she take,
Aber als Gerti diese Pässe wieder in ihre Hände nahm, erschienen die Bilder auf einmal wieder. And then I took all the passwords. Und als ich diese Pässe alle nahm, picture are there. Waren auch die Bilder da. When I said to Angel, here, picture took there. Als ich den Engel sagte, hier, da sind doch die Bilder drauf. When they taken their hand, picture is not there. Aber als sie das in ihre Hände nahmen, da waren die Bilder wieder nicht da. And they said to me, sie sagten, where is this picture? Ja, wo sind denn die Bilder von denen? And I take in my hand, picture und ich, back. Und ich nahm das in meine Hand und da waren die Bilder wieder da. I was very surprised, actually. Ich war sehr überrascht. What's going on here? Was geht hier vor sich? Yes. When alle Pässe gehen in her hand, denn wenn alle Pässe in Gertis Hand gehen, pictures are there. Sind die Bilder da. When come in my hand, pictures are there. When come in the angel's hand, no pictures. In meiner Hand sind die Bilder auch da, aber in der Hand der Engel sind sie auf einmal nicht mehr da. I said to Angel, tell me the whole truth. Und ich sagte, bitte, sag mir die ganze Wahrheit. He says, die haben gesagt, she know that they was a evil and they don't want to join God actually. Sie weiß, Gerti, dass ihre ganze, dass diese Familie böse war und dass sie nicht dem Willen Gottes helfen wollten. And she still was keeping her relationship. Und immer noch hat sie ihre Beziehung mit ihm aufrechterhalten. So she has to come every time down. Deswegen muss sie jedes Mal hier runter zu uns kommen. There's no other chance. Es gibt keine andere Chance. Yes. Ja. So I said to Gerti, ich sagte so dann zu Gerti, I cannot help. Gerti, ich kann dir nicht helfen. She said, yeah, but if you want, you can help me. You have a power. I say, these people did not help to follow God actually. Aber ich habe gesagt, diese Leute haben nicht dem Willen Gottes geholfen. Yeah, but now they want to be ready. Aber to help. They're ready to help. Bereit, you just have to get visa, I say. Du musst mir helfen, mir ein Visa zu geben. I say, I cannot. Und ich habe gesagt, ich kann nicht. And Angel say, more she will stay in this dimension, more she has to come here. Und die Engel sagten, je länger Gerti in dieser Dimension bleibt, desto länger muss sie auch dort bleiben. You got it? Versteht ihr das? There is no compromise. Ja, hier gibt es keine Kompromisse. So now the state of conscience. Und so das Stadium des Gewissens. How this develop that you can observe. You cannot be there, but you can observe the dimension. Wie entwickelt sich das, dass ihr die Dimension, diese Orte dort beobachten könnt? Ihr seid zwar nicht dort mit der Kraft des Gewissens, aber das Gewissen sorgt dafür, dass ihr diese Dimension beobachten könnt. You cannot be there. Ihr könnt nicht dort sein selber. But what shall I do? Aber was soll ich tun? That at least I can observe this dimension. Dass ich wenigstens diese Dimension beobachten kann. So, practice you have to do here. Diese Praxis, damit ihr das machen könnt, das müsst ihr hier auf Erden tun. Zum Beispiel. You are going to court. Ihr geht vor das Gericht. And you know you are wrong. Und ihr wisst, dass ihr im Unrecht liegt. In America they take expensive lawyers. Yeah? Ja, in Amerika nehmen sie dann teure Anwälte. And they win. Und die Leute, die eigentlich in Wahrheit im Unrecht sind, gewinnen trotzdem den Fall. But inside, conscience giving you information. Aber in euch oder in diesen Leuten gibt ihnen das Gewissen trotzdem die Information. That's not right. Das ist nicht richtig. So, who he giving the information? Wem gibt sie die Information, das Gewissen? Das Gewissen passing the information. Das Gewissen gibt die Information an. Den Bewusstsein. Hä? Den Bewusstsein. Den Verstand. Consciousness, she said. Er sagt, mind. Emotion, sagt Gerti. Emotion. Zu den Emotionen werden die Einblicke des Gewissens weitergeleitet. Yes. Oder das, was das Wissen uns an Urteilen gibt.
So, when you are lying, wenn ihr also lügt, he's giving information. Dann leitet er das an die, leitet er diese Information weiter, das Gewissen. Emotion. Ja, an die Emotion. When you misuse, wenn jemand missbraucht, he's giving information to emotion. Gibt er die Information an die Emotion weiter. Whatever you're doing wrong, was auch immer ihr falsch macht, he's giving information. Er gibt die Information to emotion. An die Emotion weiter. And emotion giving information who? Die Emotionen geben die Information an wen weiter? Spirit. Bitte? Spirit. An den Geist, sagt Gert. What do you think? Was sagt ihr? Herz. Hart. Du sprichst nicht, du alte Humor, ja? Du hast so viele Bücher übersetzt. Du weißt alles, ja? Sorry. Lass, guck mal her. Do who give emotion? Herz. This I talk already. Darüber haben wir schon geredet. Ja. Ich bin noch keine alte Oma, sie hat noch Zeit. Conscience giving information to emotion. Das Gewissen gibt die Information an die Emotionen, die das Herz sind. But emotion passing also information. Aber jetzt leiten die Emotionen ihre Informationen, die sie aus der Ausleitung des Gewissens erhalten haben, an wen weiter? Das Bewusstsein. Conscious. Bewusstsein to pass away. Jetzt die Sache. Du bist jetzt in Nähe Berlin und du fragst Frankfurt. Jetzt wieder einen Verstand. Diese Haltestelle ist vorbei. Bewusstsein, wir sind beim Gewissen. Ja. Du sitzt in die Suche von Frankfurt, drei Haltestelle, du bist in Berlin und dann du sagst mich immer noch, ich bin Frankfurt. Mein Gott, wird's weitergehen. Der ist doch der allerletzte Schlüssel, ja? Wenn jetzt ein Geist. Wer hat gesagt? Dennis hat gesagt. Dennis hat gesagt. Ja, wer Ausschlussverfahren, weil nichts mehr übrig ist. Aber Gerti hat es ja auch schon gesagt. So, das ist, who gives answer, you oder er? Wer hat die Antwort? Wir haben zu dritt. Gemeinschaftsarbeit. Ja, aber das ist correction. Das ist aber die richtige Antwort. Emotion giving is information. Die Emotion geben die Information an. To spirit. Den Geist. Weil spirit gets in die. Ja, ich glaube. Hat deine Freund verlassen dich? Komm, mach es schnell. Nee, nee, alles gut. Also, Halleluja. Mach ruhig. Und das nehmen wir hier. What happened to Spirit when he gets this information? Was passiert mit dem Geist, wenn er diese Information bekommt? Ja, Schatz. Er kriegt entweder dunkle Funken, farblose Funken oder Lichtfunken. Wow. Wow. Ja, hätte ich auch gesagt. Wow. Ich wollte auch sagen, ich wollte noch was fragen. Das Gewissen gibt das Urteil, die Emotionen lassen dann Gefühle wie Schuld aufkommen. Er macht keine Urteile. Nee, aber er gibt die Information. Information. Emotion. Aber wir sagen, im Deutschen sagen wir Urteil darüber, wenn man entscheidet, ob etwas richtig oder falsch ist. Nee, he has no power. Ja. Same das Gewissen hat keine Macht. But he just informing you. Aber er informiert dich. Even now. Auch jetzt. You are wrong. Du liegst falsch. Right? Ja, wir sagen. Stimmt oder nein? Ja. Richtig oder falsch? Yes. Ja. Doesn't matter, he cannot change you. Er kann euch nicht ändern. He has no power. Er hat keine Macht. But he has the power to tell you are wrong or you are right. Aber er hat die Macht, euch zu sagen, richtig oder falsch zu denken. Aber, right, Wolfgang? Okay. Aber das ist, okay, das ist kein Urteil. He has no power to change you. Ja, aber ich wollte fragen, die Emotionen, die verarbeiten das, indem sie Schuldgefühle dann rausgeben aus dieser Information. No, I don't tell me in English. But I said, conscience is giving this information. Emotions are reacting by giving guilt feeling or when you've done something right, good feeling.
But then they give this information further and each instrument, jedes Instrument, every instrument, jedes Instrument, they are passing only information, geben nur Information weiter. But who getting affecting? Aber wer bekommt das Ergebnis davon? Die Emotion. Nein. Der Geist. Der Geist. Yes. Yes. Getting voice. Where my Bluetooth tablet? Where my Bluetooth tablet? Yeah, yeah. No, meine Blutdruck ist wunderbar. Aber mein Blutdruck ist wunderbar. So. Dank Moringa. Ah. Ja, danke Moringa. Ja. Danke deine Moringa. Danke Moringa. Was hast du mich gegeben? 1850. Genau. So. Who get the effect? Wer bekommt den Effekt? In the end. Am Ende? Who? Wer? Huh? Der Geist. Spirit. Spirit. Because weil like conscience has no power to change your decision. Yeah? So wie das Gewissen keine Macht hat, deine Entscheidung zu ändern. He only tell you no, that's not correct. Er sagt dir einfach nur, nein, das ist nicht korrekt. Yes, but he cannot change you. Aber er kann dich auch nicht ändern. You got it? Versteht ihr das? So the other instrument has no power but pass the information until it comes to the spirit, and when come to the spirit, then the way is open. Like he say, if you get dark dimension, dark funk, brown funk, whatever. Aber was wir nur machen können, ist die Information weiterzuleiten, bis sie zum Geist ankommt, und dann entscheidet sich im Geist, kommt das Ergebnis. Entscheidet den Geist überhaupt nicht. Ich sage ja nicht, dass der Geist entscheidet. Yes, she receiving in the end der Geist all erhält, the burden. Erhält am Ende all diese Lasten. Yes, she decides nothing actually. Der Geist entscheidet nichts. She, but on the other side. Aber auf der anderen Seite. You are honest, please. Seid, yes. Wenn ihr ehrlich seid. Okay. Ja, mach das. Because my consultation program. Ja, was machst du, Oma? Ja, sie hat das falsch gemacht. Ich hoffe, du hast ausgelernt zu warten. Ich komme nicht in deine Dimension für Vorträge. Ich komme nicht in deine Dimension für Vorträge. Und nehme ich einen Kaffee, so an der Kaffee, einen Kaffee. Ich habe dich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt, wie lange sie bleibt. Ja. Diese Mülltonne kann kaum auch unter. Die Day God is busy. Nicht glücklich, ja. Der Tag, an dem Gott nicht glücklich ist. So, what I'm telling, on the other side. Was ich jetzt auf der anderen Seite sage. On the other hand. Auf der anderen Seite, wenn. You follow your conscious voice. Du der Stimme deines Gewissens folgst. Every situation. Jeder Situation. Yes. Ja. One prophet say, wenn ein Prophet sagt, even you follow your voice of conscience so extreme that you make decision against you. Selbst wenn du deinem Gewissen so extrem folgst, dass du Entscheidungen gegen dich selbst triffst. Yes. Ja. But you follow the conscience. Aber du folgst dem Gewissen. Ne? The information passing in emotion. Diese Informationen werden an die Emotion weitergeleitet und dann an den Geist weitergegeben, und dann erhältst du Licht dafür. You understand me? Versteht ihr? So this instrument, diese Instrumente, Spirit only receiving Vorteile oder Nachteile, Advantage oder Disadvantage. Information erhält der Geist Vorteile oder Nachteile. Yes. So many times in my life, I say. Viele Male in meinem Leben habe ich gesagt, I say, God, what shall I do? Gott, was soll ich tun? God say, you should know what you have to do. Gott sagte, du musst wissen, was du tun musst. I say, I should not ask God. Und ich fragte, ich sollte Gott nicht fragen. Otherwise, eine Belastung ist Mission, zweite ist, die eine Belastung, die Mission, die zweite Belastung ist conscience, yeah? Das Gewissen.
Mein Leben kann Hölle sein. Mein Leben kann sein. Ja. So, question is, was für mich das nächste? In love and in the war. In der Liebe und im Krieg. You have any principle to follow? Gibt es da Prinzipien, denen ihr folgen könnt? Ah, yes. Das frage ich euch. If you are in the war, you say, okay, I shoot you one time. Then you shoot me. Und ihr sagt, was für, du schießt einmal auf mich und ich einmal auf dich. In war? Nee, in der Liebe und im Krieg gibt es keine Regeln. Ja. Yes. Ja, im Liebe und Krieg gibt es keine Regeln. Haben keine Regeln. Yes. So now, how you can make emotional your conscience? Wie könnt ihr also euer Gewissen emotional machen? That's a question. Ja, das ist die Frage. Here Jesus know very much actually. Hier weiß Jesus sehr viel. But he did not share. Aber er hat das nicht mitgeteilt. So what you can do? Was ihr also tun könnt. When you focus on the will of God. Wenn ihr euch auf den Willen Gottes fokussiert. Yes. Ja. Then your conscience, you can use emotionally to make a decision for God. Dann könnt ihr euer Gewissen emotional nutzen, um Entscheidungen für Gott zu treffen. You understand? Versteht ihr mich? So here you are not making personal decision. Hier macht ihr also nicht persönliche Entscheidungen. So in this case, I could save myself. In diesem Fall hätte ich mich selber retten können. Because weil 45 years I have to make decision for the will of God. 45 Jahre lang habe ich Entscheidungen für den Willen Gottes getroffen. So now, when I make a decision for the will of God, I'm a wrong or I'm a right. Und wenn ich jetzt Entscheidungen für den Willen Gottes treffe, ob ich jetzt falsch oder richtig liege, God don't care. Das interessiert Gott nicht. God see my motivation. Denn Gott sieht alleine meine Motivation, that I'm doing for the will of God. Dass ich das für den Willen Gottes tue. So in this moment, und in diesem Moment, God passing his emotion to your conscience. Lässt Gott seine Emotion in euer Gewissen eindringen. Highest power. Da, und das ist die höchste Macht. Wisdom. Yes. Die höchste Kraft. Yes. What you say? Game changer. Game changer. But if I make horizontal my life, aber wenn ich mein Leben horizontal mache, my own decision, then my spirit is no guarantee. Dann ist in meinem Geist keine Garantie mehr, wenn ich meine eigene Entscheidung. You got it? Versteht ihr das? For example, zum Beispiel, if one side you win a 50 million, wenn ihr auf einer Seite 50 Millionen gewinnt, if somebody say, if you cross the red light, I give you 50 million. Und wenn ihr, wenn jemand zu euch sagt, ihr, wenn du die rote Ampel überquerst, dann kriegst du 50 Millionen von mir. You gonna cross the road? Werdet ihr die rote Ampel überqueren? How many gonna cross? Ich zweimal. Ja. Ask me. You did not ask me. Ihr habt nicht mich gefragt. Ja, was machst du? I gonna cross the whole day. Because I know. Ich weiß. I can pay the staff with my. I got it with this for day one. Punkte or 300, I can pay this miss, yeah? Weil die, I will say, tell me how many times I pass it. Diese Punkte, die ich dafür bekomme, die Geldstrafe, die ich dafür bekomme, die kann ich locker mit dem Geld bezahlen. So when Game Changer is coming. Wenn also der Game Changer Gottes Emotion kommt. When Game Changer is God. Der Game Changer ist Gott. He bring you for his will to make a decision, you winning every time 50 million. But if you make another decision for yourself, you still can pay the your house. Wenn ihr seinen Willen tut und dann später euren eigenen Willen macht, dann könnt ihr die Strafe dafür, dass ihr euren eigenen Willen gemacht habt, mit Wenn er jetzt über den Verstoß begeht und bei Rot über die Ampel fährt, ja, mit dem Gewinn von 50 Millionen könnt ihr locker das Bußgeld
bezahlen für das Überfahren der roten Ampel. Yes. Every day. Aber doch waren wir auch dabei. Yes. Bitte? Was Notfall seinen Führerschein braucht auch nicht mehr, wenn man Fahrrad nicht leisten. Nee. You don't need a car. Du brauchst kein Auto. You buy Flugzeug. Du nimmst ja Flugzeug. 10 Millionen. 10 Millionen Euro. Ja, so, ich habe das schon durchdacht. Ja. Yeah. There is no humble over, oh? There is some. So these are the things. In my life, I gotta save myself. In meinem Leben konnte ich mich selber retten, weil. Because I was working for the will of God and Game Changer was there. Weil in meinem Leben bin ich für Gott gegeben und Gott als Game Changer war da. Yes. Ja. So now. I tell you, emotional. Bitte? Spielmacher, Spieländerer. Immer runter schaffen wir schon. Die, du hast genug Zeit. Ja, wir machen ja auch gleichzeitig Englisch A1 zusammen. So, because I was focusing on the will of God, about 99% I make. For the will of God. Und weil ich für den Willen Gottes gegangen bin, habe ich zu 99% meiner Entscheidungen im Willen Gottes gemacht. So I went geistige Welt. Und so bin ich in die geistige Welt gegangen. I saw a whole lager room, ich sah einen ganzen Lagerraum to pay my strafe. Voll mit wertvollen geistigen Ressourcen, um meine Strafe zu bezahlen. I said, how much is it? Und ich sagte, wie viel ist das? They said too much. Sie sagten zu viel. But they said, aber sie sagten, God will, Gottes Wille brought your conscience this side. Hat dein Gewissen auf diese Seite gebracht. So you got to save. Und so hast du das konntest du dir das sparen, ansparen. So hast du dich gerettet. God said to Angel, take this all the Strafe and schmeiß in the Müll. Ja, und die Engel sagt, nimm all diese Strafe und schmeiß in den Müll. So I always say, und ich sage also immer, to reach high purpose, diesen hohen Zweck zu erreichen, you have to sacrifice, dafür musst du viel, viel nicht, you have to sacrifice small purposes. Dafür musst du kleine Zwecke opfern. You got it? Versteht ihr das? Habt ihr Schmesser? Ja, stimmt. Ich Schmesser? Nein, das ist gut. Okay. So von heute an. Von heute an. Doesn't matter how many wrong decisions you make. Egal wie viele falsche Entscheidungen ihr trefft. Bring yourself also for the will of God. Bringt euch selber auch für den Willen Gottes raus. This gonna be game changer for you. Und das wird der Game Changer für euch sein. And your conscience will be color in the emotion of God. Und euer Gewissen wird dann in den Emotion Gottes gefärbt sein. Yes. So in my life, whenever I got a, how you call it, dark funke. Yeah? In meinem Leben, immer wenn ich dunkle Funken bekommen habe. You know what God did? Wisst ihr, was Gott gemacht hat? He make one kumi, kumi, how you say kumi, cover. Er hat mir einen Latexanzug gegeben. Ich würde, da hätte es Latex-Anzug. She's so. Du hast geklaut von mir. Ich musste den anziehen. She saw. Sie hat gesehen. I was flying my big Adler. Dass ich mit meinem großen Adler geflogen bin. Yes. And I have this Gummi. Yeah? Und dass ich diesen Gummianzug anhatte. Ja, nee, er war der Adler und sein Körper hatte diesen. Diesen Gummianzug drüber, der wie so ein Adler aussah, aber sein Gesicht war normal, mit langen Haaren. His whole body was in this Adler form except his face and this whole Adler form was covered in this rubber suit. Rubber suit. And I said, God, und ich habe gesagt, Gott, why you give me this? Warum gibst du mir das? He said, doesn't matter how many schlechte Gewissen you have, no darkness gonna come to your spirit. Egal wie viel schlechtes Gewissen du hast, keine Dunkelheit wird in deinen Geist treten. Because you go many places. Weil du gehst an viele Orte. So many times you make a mistake. Oftmals machst du Fehler. So no darkness gonna be. Aber jetzt wird kein Dunkelheit in dich. So get one kumi things for your spirit, then it's okay. Ja, holt euch also einen Gummianzug für euren Geist, dann ist es okay. Why you become
game changer emotion from God. Why? Warum bekommt ihr diesen Game Changer, die Emotion von Gott? When you are reaching high goal. Erst wenn ihr die hohen Ziele erreicht. Nein, das bekommt ihr, damit ihr ein hohes Ziel erreicht. Damit könnt. Ihr die hohen Ziele erreicht. That's the way you're gonna color your conscience state. Und so werdet ihr euer Gewissen, ne? Color in the highest emotion with God. In der höchsten Emotion mit Gott färben. So it means. Das bedeutet. Darkness, brownness, anything not gonna touch. Dunkelheit, Braunheit, nichts wird euren Geist berühren. And that's what God did to me. Und das ist auch, was Gott mit mir getan hat. He made one ball. Er hat einen Ball gemacht. He put me inside. Er hat mich reingesteckt. Either wherever you go, no darkness. Er hat gesagt, egal wo du hingehst, keine Dunkelheit. But if you're living a horizontal life, aber wenn du ein horizontales Leben lebst, and you're making consciously many wrong decisions, und du bewusst viele falsche Entscheidungen triffst, then oder vorsätzlich, information passing to emotion, horizontal emotion giving information to spirit, and then you're receiving this dark element which you cannot take away. Dann gibt das Gewissen die Information an die Emotion weiter, die Emotion die Information an den Geist, und dann bekommt ihr viele dunkle dunkle und nachteilige Funken. And there's no power who can change for you. Und es gibt keine Macht, die das ändern kann. Für mich. You got it? Versteht ihr das? If you have a question, you can. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr fragen. Yeah. I'm finished about this matter. Ich bin jetzt fertig mit diesem Thema. Ich wollte fragen, einmal, was für Licht bekommt der Geist von das sein Gewissen zu. Was für Licht bekommt der Geist von den Informationen des Gewissens? Sind das horizontale? Depend on your crime. Das hängt von deinem von deinen Taten ab, von deinem Verbrechen. Of your Gewissen. Von deinem Gewissen. Yes. For example. Zum Beispiel. Your conscience. Passing the information like a Hitler, you're killing so many people, so you can imagine what you will get. Wenn dein Gewissen, wenn du so viele Leute wie Hitler umgebracht hast, dann gibt dein Gewissen das alles weiter und dann bekommst du auch so viel Dunkelheit in deinem Geist. Aber ich wollte anders fragen, weil ich habe das so verstanden, ne? Solange du noch nicht mit Gott verbunden bist, gibt es erstmal nur horizontale Lichtpunkten, wenn du gute Sachen machst. This you cannot change. Das kannst du nicht ändern. Nee, Gott. Because no high game changer is there. Weil kein hoher Game. Aber ich wollte nur auf der anderen Seite, wenn du schlechte Taten machst, sehr schlimme Taten, dann bekommst du vertikale dunkle Funktion. Also du gehst direkt nach unten. Nein. Weil, depend on what you're getting and spirit go automatisch then. You mean? Ja, das war nicht der Inhalt des Vortrages. Der Inhalt des Vortrages, seid ihr erklärt? Wir treffen viele Entscheidungen in unserem Leben auf horizontaler Ebene. Die füllen unseren Geist, wie auch immer, gemäß der Motivation, egal ob Bewusstsein, Gewissen, wer auch immer diese Information weitergibt, mit Dunkelheit. So, und dieses Naturell können wir irgendwie nicht abschütteln. Das ist immer da. Und jetzt kommt eines. Er hat diesen Game Changer für sich entdeckt. Er hat nämlich gesagt, ich mache den Willen Gottes. Und jetzt überwiegt dieser Wille Gottes so immens auf der einen Seite, dass die Restkrümel, die uns belasten, zurücktreten. Gott sagt, die wische ich aus. Ich gucke jetzt nur, was ist das Beste für mich und für meine Zukunft, für die zukünftige Welt. Und das ist der Game Changer. Yes. Das heißt, auch wenn ihr eure schlechten Angewohnheiten nicht ablegen könnt, könnt ihr, indem ihr euch dem Willen Gottes zuwendet, eure Bestimmung ändern. Und das ist der Inhalt dieser einen Stunde gewesen. Sind das dann die Wertigkeit? Soll ich kurz auch ein Beispiel dazu geben, was ich dir... Ja, bitte. Ich habe auch so eine Entscheidung getroffen, mein Papa weiß es ja auch und muss es jetzt nicht so ausführen, aber da habe ich auch überlegt, ob man das macht, weil das eine wäre keine, also wäre eine horizontale Entscheidung und das andere wäre was wirklich für Gott wäre. Genau. Und ein paar Tage später in der Nacht habe ich halt gesehen, dann war ich da und ich war halt auch ein bisschen traurig, weil ich halt nicht wusste, wie die Entscheidung, ob sie richtig ist. Okay. Und dann habe ich halt ganz viel Regen gesehen und dann kam der rote Stimme und dann wurde ja alles lila. Wow. Dann haben wir lila und das Licht, und dann hat er gesagt, ich verwandle den Regen zu Diamanten für dich. Wow. So. Das ist so ein Beispiel. Weil mein Vater, weltlich man schon eine Belastung bekommt, wow. Aber man ja das gemacht hat eigentlich für einen hohen Zweck, genau. Und dann gibt Gott dir diese weltliche Last.
Das What God said, I changed it. Ich verwandle den Regen für dich in Diamanten. Hey. Wow. Wow. You got it? That's a fantastic. You should also write the list. When you finish, we can let it print. Your book. Nachdem sie eingezogen ist. Mathilda lacht. Mathilda lacht. I mean, money you should not worry because you. Mathilda hat genug. And she going in German Parliament too. Yeah. She can let it print our books too, actually. Sie kann auch unsere Bücher lesen. Dennis, was wolltest du sagen? Was wolltest du fragen? Ja. Ich wollte fragen, ob das dann das Vertikale nicht ist, von dem es ja, also die Vertikale nicht Funken sind. Wenn man den Willen für Gott macht, wenn man den Willen Gottes folgt, weil auf der einen Seite waren es ja die Horizontalen und dann fragt der Moses ja nach den Vertikalen. Das ist was ganz anderes. Ja, aber man kann trotzdem fragen. Ja, aber dieses vertikale Licht bekommst du durch deine lebendige, innige Beziehung aus Liebe mit Gott. Das ist was anderes. Dieses Gewissen, was jetzt funktioniert, befreit deinen Geist von diesem Ballast, dass du dich überhaupt weiterentwickeln kannst. Dass du zum Beispiel mal in die Paradiese kommst und mehr Wahrheit über Gott erfahren kannst. Ansonsten würden dich deine weltlichen Zwänge so nach unten ziehen, dass du überhaupt keine Chance hast. Und dieser Game Changer ist dafür da, dass du dann deine Beziehung mit Gott aufbauen kannst. Er schenkt dir seine Liebe zuerst. Ja, wenn du noch verkrüppelt bist und nicht auf ihn ausrichten konntest, aber du hast irgendwie, diese Loyalität ist ein gutes Beispiel. Ich habe diese Bücher angefangen zu schreiben aus Loyalität, nicht aus Liebe zu Gott. Ja, sondern ich habe gesagt, ich liebe diesen Mann und den muss man unterstützen. Und deswegen habe ich mich hingesetzt und Gerti genauso und wir haben versucht, irgendwie etwas zu reißen. Und diese Loyalität hat sich später in eine tiefe, innige Liebe verwandelt. Zumindest bei mir. Gerti war vielleicht anders, zuerst verliebt und dann loyal, aber im Endeffekt haben wir das gemacht. Und vertikale Beziehung kriegst du nur, wenn du dich mit deinem Schöpfer wirklich Hals über Kopf verliebst. Horizontal conscience, you're responsible. Für das horizontale Gewissen bist du verantwortlich. Vertical God. Für das vertikale Gewissen. God must take your minus or the plus. Muss Gott ein Minus oder Plus? Mostly you take your minus and make a plus. Meistens nimmt er nur deine Minus und deine Plus. For example, there was one man. Zum Beispiel gab es einen Mann, who got killed by Prophet Moses. Der umgebracht wurde durch Prophet Moses. And spiritual world. Moses asked him to. Im geistigen Welt hat Moses ihn gefragt. What you want, so you forgive me, so I can go. Was möchtest du damit? Du mir vergibst, damit ich in höhere Dimensionen gehen kann. Yes. Ja. He said, you cannot give me. Das kannst du mir nicht geben, hat er gesagt, dieser Mann. And Moses went to God. He said. Moses ist zu Gott gegangen, hat gesagt. He said, what I ask, you cannot give. Was ich habe gefragt, er hat gesagt, das kann ich ihm nicht geben. Then God said to Moses, ask him what he wants. Und dann hat Gott ihn gefragt, frag ihn nochmal, was er möchte. He says, I want beautiful dimension. Er sagt, ich möchte eine wunderschöne Dimension. And all the palaces with golden diamonds. Und all diese Paläste mit goldenen Diamanten besetzt will ich haben. And Moses went and he says, und Moses ging und sagte, to this man, zu diesem Mann, God said, what is your wish? Gott sagte, was ist denn dein Wunsch? He showed his wish. Er zeigte seinen Wunsch. And this moment he saw his wish fulfilling, diamond and wonderful world. He said to Moses, I forgot you. I forgive you. Yeah, I left. So who took this disadvantage? Und in diesem Moment, Moses ist dann zu diesem Mann hingegangen, hat gesagt, was wünschst du dir? Der Mann hat seinen Wunsch gesagt, mit den Diamanten besetzten Palästen und der wunderschönen Dimension. Als er das sagt, in diesem Moment sah er vor sich, wie sich diese Dimension öffnete für ihn. Und dann sagte er, ich vergebe dir sofort. Right. Wer hat also die Verantwortung übernommen, Moses, for the minus, for Moses. Moses Minus zu beseitigen? Gott. So you got it, yeah. That's why I say to you, take 2-3 hour time. Nimm dir 2-3 Stunden Zeit, sage ich. For the will of God. Für den Willen Gottes. This can be your game changer. Das kann dein Game Changer sein. In your life. In deinem Leben. Yeah.
You say, more you will do, more better. Je mehr du tust, desto besser. Better. So you want to bring color of emotion, wenn du also die Farbe der Emotion reinbringen möchtest, then you have to come for the will of God. Dann musst du für den Willen Gottes kommen. They're changing things. Und dort ändert sich dann alles. Somebody more here, coach me. Warum Mathilda hat gelacht, wenn I say you write book? Baby, warum hast du gelacht, wenn ich gesagt habe, du schreibst Buch? Du hast was anderes noch gesagt. Was war das? Irgendwas mit Parlament oder irgendwas hat sie. Also gelacht. Ja. Ich habe noch eine Frage dazu. Yeah. Kannst du nochmal erklären den Unterschied zwischen Gewissen und dem universalen Gewissen? Oder ist das der Punkt, wo dann durch die Liebe Gottes aus dem Gewissen ein universales Gewissen wird? Horizontales Gewissen cannot be universal Gewissen. Das, can you explain the difference between normal conscience and universal conscience? And he said, horizontal conscience cannot be universal conscience. Yes. Universal conscience connected with spirituality and with God. Das universelle Gewissen ist mit Gott verbunden. Like a same air. So wie wir die gleiche Luft atmen. Adler has his own fly. Aber der Adler hat seinen eigenen Flug. How far he can fly. Und seine eigene Reichweite, wie weit er fliegen kann. And Gaia has its own world. Und der Gaia hat seine Welt weiter unten runter. So horizontal. Das heißt, horizontal. It's not a universal conscience. Das horizontale Gewissen ist nicht das universelle Gewissen. Then it's going lower and lower. Denn es geht niedriger und niedriger. Depend on how crime you make. Kommt darauf an, was für ein Verbrechen ihr begeht. But vertical you can say universal conscience. Aber vertikal kannst du sagen universelles Gewissen. Yes, because it's resurrecting you. Weil es aufersteht. With the universal emotion of God. Mit den universellen Emotionen Gottes. Not with your emotion. Nicht mit deinen Emotionen. Universal emotion of God. Mit den universellen Emotionen Gottes. Yes, this is the quality. Das ist die Qualität. And different. Und der Unterschied. Yes. Ja. Any question, please? Noch eine Frage, irgendjemand? Ich habe noch eine Frage. Das ist nicht nur zur Klarstellung. Du hast in dem Engelbuch vorne geschrieben, dass es in den Dimensionen auch Barrieren gibt. Das ist das erste Mal, dass du eine andere Ausdrucksform gewählt hast. Okay. Und zwar ist es so, auch wenn ich in einer Dimension bin und noch hingehöre, gibt es dort so eine Art Logo-Areas für Geistwesen wie mich, angenommen ein Mensch, und ich könnte zum Beispiel nicht in die Bereiche der Djinn reingehen. Gibt es sogar diese Trennung in der gleichen Dimension? No-go area is evolved. Es gibt überall, she was asking, are there certain no-go areas in the same dimension where you as a spirit, even though you live in this dimension, cannot go? There's a no-go area everywhere. Es gibt überall no-go area. Es gibt überall Orte, wo ihr nicht hin dürft. It depends on quality of your light. Das hängt von der Qualität eures Lichtes ab. Obwohl ich in der gleichen Dimension bin. Yes. Obwohl quality of light. Die Qualität des Lichtes. You can go even there with no-go area. Wenn deine Qualität des Lichtes hoch genug ist, kannst du dorthin gehen, wo die No-Go Area, wo der Ort ist, wo du nicht hin darfst. Ich habe aber kein höheres Licht. Ich bin, ja, danke. Ich bin in der gleichen Dimension, wo ich hinkomme. Yes. So, und dort gibt es aber zum Beispiel die Djinn lassen mich nicht in den Bereich rein. Dann ja. Any instruction is there. Dann gibt es viele Ordnungen und Gesetze, du kannst dich dort und dorthin gehen. Und wer trifft die Entscheidung, dass ich dort nicht reingehen kann? Wenn ich über die Himmel reden, weiß ich, die Himmel sagen, du kommst hier nicht rein. Das heißt, aber dort gehöre ich ja hin. Und your das heißt, treffen die Engel die Entscheidung oder treffen zum Beispiel nein, die Djinn die Entscheidung? Your light make a decision. Who decides, who goes in which... Hallo, ich muss übersetzen. Ich muss übersetzen. Okay, go ahead. Who decides in which dimension you can go? Because in high heavens, I know that heavens decide which areas I can go to. But in those dimensions, who can decide? So you have no light. Du hast angenommen. I have the light for the right dimension. Genau, ich habe das. Jetzt warten, bis wir beide kommen, und dann kann ich es im Notfall auch nochmal übersetzen. Yes. I'm in one dimension, I have the equal light, I belong to there, and actually I can go everywhere. Mm-hmm. But now you say in your other book, but there are also barriers.
You cannot go wherever you want. Yes. So let's say, who make a decision that I cannot go? If we have a no-go area, some certain part, like this dimension is like Germany. Yes. I live in Frankfurt and I want to go to Köln. Normally, my light is enough to go to Köln. But in Köln, they don't welcome me because the jinn who are living there say, you are not allowed to come here. We don't want to have you here. Who make a decision not to come to Köln? Is it the angel? Is it the angel? Or are they the jinn creation? You translation. Anders, that's fine. Dann bitte du. Ich kann es selber übersetzen. Ich bin dessen mächtig. Okay. Ja, also ich habe gefragt, wenn ich in einer Dimension bin, in die ich hingehöre und ich habe dort das gleiche Licht, ja, müsste ich eigentlich mich überall dort bewegen können. Jetzt habe ich aber gelesen in dem neuen Buch, dass es auch Barrieren gibt. Das ist ein neuer Begriff, den er eingeführt hat. Und jetzt frage ich ihn, ist es so, dass ich mich selbst innerhalb einer Dimension nicht frei bewegen kann, obwohl ich dorthin gehöre? Gibt es, weil ich, wir Menschen sind nicht die einzigen Wesen, die dort wohnen. Es gibt dort auch Djinn und andere Schöpfungen. Und er hat immer wieder gesagt, die Menschen rotten sich zusammen in ihren Gruppen, die Djinn rotten sich zusammen. Und die wollen uns nicht haben. Wenn ich aber das gleiche Licht habe, könnte ich überall hingehen. Und dort ist es aber mein Gefühl, ich kann da nicht rein. Und wenn ich da nicht rein kann in diese No-Go-Area, wer trifft die Entscheidung, dass ich dort nicht hinein kann? Sind es die Bewohner dort, die sich zusammengerottet haben, die Djinn oder die Engel? Oder sind es die regierenden Engel, die die Herrschaft über diese Dimension haben? Das okay. war die Frage. And I understood correctly. Und ich habe es richtig verstanden dann. And the answer is your own. Das war mein, the answer is. Die Antwort ist. Your own. Dein eigener Geist. When it's coming no go area and you even have a light. Wenn du in diese No-Go-Area gehst und du kein Licht hast, you have a light even. Oder wenn du selbst, wenn du Licht hast, you cannot move on. Dann kannst du dort nicht weiter. Even you have a light. Selbst wenn du Licht hast. It mean, das bedeutet, even you have a light, they don't allow you. Selbst wenn du Licht hast, allein. Dein eigenes Licht erlaubt es dir nicht. Da ist ein Chip drin. I can give you one example. Ich gebe dir ein Beispiel. Okay. Yeah. For example, I give just only one second. Beispiel. Yeah, only one second. My ancestor was tall and filled with light. Meine yeah? Vorfahren waren groß und gefüllt mit Licht. Yes. And you were so small. Und du warst so klein. Klein. And you were making a lot of trouble in angel world, yeah? Du hast so viel Ärger in der geistigen Welt gemacht. They put chips. Sie haben einen Chip put inside of her. In dich reingesteckt. And she was so small. Und sie war so klein. But aber she was not qualified. Sie war nicht qualifiziert. To go there. Dorthin zu gehen. Where my ancestor was like a sunshine. Wo meine Vorfahren waren, die wie Sonnen geschienen haben. Yes, she was making trouble and my. Sie hat Ärger gemacht, und meine. My ancestor was looking at her. Vorfahren haben sie angeschaut und gesagt. Vater war überrascht, why she got a chip. Erst waren sie überrascht und haben gesagt, warum hat sie auch einen Chip bekommen? You can tell, then I can be conclusion. Ja, du kannst die Geschichte. Die Impfung, ne? Ja, die Impfung. I can remember like yesterday. Yes, so. Und problem was, das Problem war, they tried to heal after these chips, but still something was left. And she said, you did wrong and you did this and this and that. Yes, no qualification chips she should not have. Die Sache war, sie haben dann versucht, ihren Kopf wieder zu heilen. Bei den Vorfahren von Said ist das gut gelaufen. Bei ihr hatte sie immer noch Narben am Kopf. Und sie hat gesagt, hat sich beschwert, du hast das falsch und falsch gemacht. Und jetzt ist erst einmal, sie war, wie war sie überhaupt qualifiziert, diesen Chip zu bekommen? Yes, but finally this my ancestor who was shining, yeah. Und schließlich haben meine Vorfahren, die geschienen haben. They were saying, oh, halt deinen Mund und komm. Haben gesagt, halt deinen Mund und komm mit. Yes, and then finally this angel put the chip and push her. Und schließlich Go. Haben die Engel dann diesen Chip in ihren Kopf gemacht und haben sie dann in diese so Dimension geschubst. The chips which they put, it decide where you can, where you cannot. It break
Your spirit. Dieser Chip, den sie eingepflanzt bekommen hat, der entscheidet, wo sie hin kann, wo sie nicht hin kann. Where you make a chips make by itself handbremse or brake. Wo er von selber die Handbremse. She don't need to do anything actually. Weil sie muss nichts tun. You know what I mean? Er erlaubt es ihr dann nicht weiter. So the chip was saying, this is a God territory. Der Chip hat gesagt, das ist Gottes Territorium. And I hit this territory. Ja, und dann mich auf dieses Territorium getroffen. By zufällig. Zufällig. And normally I should be get burned because there's a triade. Let me talk speak. Normalerweise like a triade Schlagsturm is there, but it hit me, but it did not give me destroy my life. Normalerweise hätte es mich verbrennen sollen, weil es wie Millionen von Volt Starkstrom war, aber es hat mich nicht verbrannt. Yes, because my motivation was not to break the God law. Weil meine Motivation war nicht, das Gottes Gesetz zu brechen. You understand me? Versteht ihr mich? That's why the chips which I have, it saved me. Deswegen hat der Chip, den ich habe, der hat mich gerettet. Save me. So your chips is connected with your light. Doesn't matter which light you have, it will tell you, it brands you when you should not be there. Chip, den ihr habt. So your chips cannot decide. Der Chip, den ihr habt, der entscheidet. Dimension. Let's say I have no light. I'm a neutral or I'm a dark dimension. Same principle. Den Chip, den ihr habt, der entscheidet. Same principle. This is something new. Ja, dann leid. Ja, Schatz. Ich weiß nicht, ob es in wahre Momente oder in Conversation steht, aber da hast du gekriegt, du redest mit Gott und du beschwerst dich, dass manche Dimensionen. Ja, schön. Das sind dann die Dimensionen, die dann nicht wollen. Und dann schenkt dir Gott ein Schwert. Yes. Und mit diesem Schwert kannst du ja auch in die Dimension gehen. Auch, und da sagst du aber auch, dass das die jeweiligen Dimensionen sind, die unglücklich sind, wenn yes. du kommst, obwohl du sein Licht hast. But this sword was my chips. Ja, das Schwert hat aber dich nicht in die Dimension gelassen. Aber das heißt, es sind ja dann letztendlich die Dimensionen an sich, die ja auch. Auch wenn du Gottes Licht hast, unglücklich sind, wenn andere kommen. Ja, aber das war die Frage. Das war nicht die Frage. Ja. Das, dieses System kannte ich. Ja. Aber jetzt offenbart jetzt eine ganz neue, eine ganz andere Sichtweise. Und ich muss das in den Büchern schreiben. Ja. Und deswegen frage ich ihn hier, damit ich das verstehe. Und damit ich das richtig wiedergebe. Das hat er nicht so klar in den neuen Büchern ausgedrückt. Aber yes. Weil ja auch Dimensionen, die jetzt zum Beispiel nicht in der blauen Dimension sind, sind trotzdem unglücklich, dass yes. du eigentlich da bist. Yes. Von mir aus könnt ihr alle fünfmal am Tag unglücklich sein. Yes. Ja, aber das heißt, dann ist ja trotzdem irgendwie eine Nicht-Akzeptanz. Nee. Das spielt keine Rolle. Es wird sich gefragt. Er sagt aber hier, nee, es ist vollkommen egal, ob die das akzeptieren oder nicht. Ja. Aber wer dich bremst, ist dein eigenes Licht. Dein eigener Chips innen drin. Und das ist etwas Neues. Nämlich das durchbricht den Grundsatz, dass die Herrschaft der Engel allmächtig in den niederen Dimensionen ist. Da ist schon ein Regulativ drin eingebaut. Ja. Aber die hätten dich zum Beispiel nicht weitergelassen, hättest du nicht das Schwert bekommen von Gott. Oder du. This moment, this timing. In diesem Moment, in dieser Zeit. Not that. They would not allow me. Hätten sie mir nicht erlaubt. Yeah. I think God wanted I come to God. Gott wollte in diesem Moment, dass ich zu Gott komme. Otherwise, I think they could stop me. Ansonsten hätten sie mich auch stoppen können. Yes. So this sword is my chips. Ist also mein Chip. That's my chips. God says, whoever don't want you, rise this sword here. Gott hat gesagt, wer immer dich nicht haben möchte, erhebt dieses Schwert. And when I do this thing, wenn ich das tue, storm come like a billion storm. Kommt ein Sturm wie Millionen von Stürmen. Look like a dimension gonna become throw the atom bomb. Sieht aus, als würde auf diese Dimension eine Atombombe geworfen werden. Yes. So, they have a wall to take me. Die haben also die Wahl, mich zu nehmen. Yes. Yes. So, ich, dieses Thema, ich bin over. Kann ich Hause gehen? Dieses Thema, ich weiß nach Hause gehen. Ja, please. Okay, ich gehe jetzt erstmal. Eine Frage, die wollte ich gestern stellen. Wo gehst du hin? I need to go to toilet. Okay, please.
I don't get anything in my head. Yeah, no. But you did not pinkle in your hole? No, not yet. Okay. But, wir schreiben doch hier so wunderbare Bücher. Yeah. Yes. Okay. Ja, komm mal, komm mal durch. Du sagtest, ich weiß gar nicht, irgendeiner hatte gestern nachgefragt, da ging es um die Christen und die Muslime, die nach oben schauen, immer wenn Jesus oder Mohammed kommt und immer nach oben schauen und gucken. Und dann hast du ja gesagt, es gibt ja auch deine Jünger, also sagen wir sie jetzt mal Jünger, die der Lehre folgen und die darauf warten, im geistigen Leben auch von dir noch weitergeführt zu werden. Und dann hast du ja gesagt, so spaßenshalber, naja, wie viel Bestrafung musst du eigentlich noch bekommen, selbst im geistigen Leben, dass du das noch weitermachen musst? Genau. Und hast dann gesagt, es gäbe Klone von dir? Engel hat gesagt. Die Engel haben dir gesagt, es gäbe Klone. Klone. Da wollte ich mal fragen, die sehen genauso aus, die haben auch genau dasselbe Licht wie du, weil du meinst, die sind Trilliarden Jahre alt. Sie sieht also, wie ich aus, they have also Licht, ja. Aber they sind mehr intelligent than ich. Der kann richtig Fühlung geben. Was? Aber die sind da nicht Gottes Herz. Hä? Das macht nichts. Die sehen nur aus wie du und haben dasselbe Licht wie du. Aber und wen Wissen der hat, ich glaube, ich brauche Trilliarden Jahre so da. Okay. Ich carrying only my heart over. Wenn Christiane da sitzt und nach oben guckt, dann würde sie nicht den Unterschied erkennen. Das ist richtig. Ich glaube, ich gucke nach ganz anderen. Ja. 124. God uplifted me because my love. Das hat mich hochgehoben, weil meine Liebe. Is God say your love is higher than my law. Gott hat gesagt, deine Liebe ist höher als mein Gesetz. Yes. So this is a God kindness. Das ist also Gottes Güte. That he saw me, my, how I serve the will of God. Dass er gesehen hat, wie ich ihn immer gedient habe. But the clone which is like me. Aber die Klone, die so sind wie ich. They are very high being. They have a lot of light and they have more knowledge than I. Das sind sehr hohe Wesen. Die haben viel Licht und die haben viel mehr Wissen als ich. And angels said, don't worry. Und die Engel haben gesagt, mach dir keine Sorgen. They will teach them better. Sie werden sie besser lernen. They know what, how to bring the knowledge. Sie wissen, wie sie dieses Wissen vermitteln. That's right. I cannot reach there. I don't know how long I need it. Like a blue wing. I cannot reach there. I think their knowledge is almost 70% hitting God knowledge. Ich denke, ihr Wissen erreicht zu 70% das Wissen von Gott. I cannot make it. Das kann ich nicht schaffen. Nicht. I just carry my love, that's it. Ich trage einfach meine Liebe. And God asked me many times university here. Gott hat mich viele Mal in der Universität hier gefragt. But I want to keep this specializing my love. And then I say, lass mich in Ruhe. Ich möchte mich einfach nur meiner Liebe weiter spezialisieren und dann zum Rest sagen, lass mich in Ruhe. Because that makes me free. Weil das macht mich frei. Und andere Interesse habe ich nicht. Anderes Interesse habe ich nicht. Du kannst Billionen Universitäten da, aber ich war in Paradise. Universitäten in you Paradies can, haben. You can use many, many unique, whatever you want to grow. Und viele, viele einzigartige Wachstumschancen. Yeah, but I'm not interested. Aber dafür interessiere ich mich nicht. I want to give me nice forest. Ich möchte einfach in einen schönen Wald. Beautiful mountain. In einem wunderschönen Berge. And one Tal. Und in einem Tal. And I'm clean. I got my parents. Da bin ich frei. Da habe ich mein Paradies. Yes, really. I don't have any wish. Ich habe keine anderen Wünsche. Yes, this is. I can live a small thing very happy. Ich kann von kleinen Dingen sehr gut leben. Yes. Sehr glücklich leben. So I'm wunschlos geworden. Ich bin also wunschlos wegen der Mission Will of God. Wunschlos geworden wegen der Mission dem Willen Gottes. Yes. For example, Joel throw the clothes. Beispiel Joel wirft sein Kleid weg. Joel throw his clothes. He throw his clothes. Oh, ja. And you know who's using this? Wisst ihr, wer das benutzt? Who using? I'm using. Wer benutzt das? Ich benutze das. Yes. So this is. Ja, bitte. Du hast über die Chips gesprochen, Christiane. Und meine Frage war, ob dann du oder jemand so einen besonderen Chip erhält
aufgrund dessen, dass sie den Willen von Gott gegangen ist. She asking, she was saying, I got a ship, yeah, and she's asking if you get the ships because you did the will of God. Of course. Natürlich. And normally she has no qualification to have these chips. Und normalerweise hat sie keine Qualifikation, diesen Chip zu haben. Because the people and sister, denn die Leute, they, how tall they was? Wie groß waren Jesus. Die? Riesig. And how much light they have? Wie viele hatten die? There's not a single chance to have a chip. Aber ich war wie Tinkerbell, ganz blass, aber immer nicht schwarz. Ich mir. She win the lottery. Because she, zum richtigen Zeitpunkt, richtige Worte. She win the lottery. She doing the will of God. Sie hat im Lotto gewonnen. I don't know what should I say now. Ich weiß nicht, was ich will sagen of soll. God is der Wille Gottes ist die Antwort für diese Chip. Ja? 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 Ja, komm raus. Ja, komm weiter. Mathilda, bitte. Ja? Ich bin ein Klon. Ja, aber sing. Nein, sie meinte Klon eben. Ich bin ein Klon. Wow. Kannst du mal eine Mutterfamilie? Sie kann sehr schönes Lied von dir. Ja. Ja, bitte. Komm. Aber ich nur ein Gebet. Aber trotzdem mal wieder. Ja. Mach mal. Okay. Hey. Wenn die drei sind, sie nehmen meine Vorträge platt. Ich kann. Ich, schön. Jetzt, Iris fragt eine Frage. Ja, die Klone, sind das dann menschliche Wesen? Nein. Are clones human beings from Usahid? No. Aber Mose schafft bestimmt in 50 Jahren deren Niveau zu erreichen. Bitte? Bitte? Also, Klone, die kommen. Brother Moses, your mic is off. Dein Verstand explodiert. Hä? Ich weiß nicht mehr, was du mir gesagt hast. Und sind die Klone, gibt es am meisten Klone von dir, weil du Gott so viel bedeutest? Nicht nur mir. Moses, ihr seid gerade sehr leise. Ja, Moses, ja, ist okay? Jakob? Auch nicht. Ah, ja, okay, jetzt bei mir, okay. Ist okay? Ja. Nein, du hast auch Klone. Du hast auch Klone, Andreas. Wie viele? Billiarden? Wie viele? Billiarden? Jeder von uns. Jeder. Das gibt ein Rollenspiel, sondergleichen. haben die auch immer das gleiche Licht und die gleiche Dunkelheit? Nein, der hat verschiedene Entwicklungen. Die haben verschiedene Entwicklungen. Das heißt, auch deine Klone haben jetzt nicht unbedingt dein Licht. Meine Klone, who gonna give Lehrer. Die yeah. Lehre geben. They come in very high. Die kommen in einer sehr hohen Welt. Verstehst du, they have a quality lighting. Die haben also qualitätsvolles Licht. Mehr Licht als du oder weniger? Oder? Gleich, parallel. Gleich, parallel. Dennis, da gibt es einen großen Unterschied. Einmal zwischen Licht und einmal zwischen der Liebe zu Gott. Und da ist sein, in der Liebe zu Gott, ist er so einzigartig wie kaum ein Wesen vor ihm. Ja, das ist sein Markenzeichen. Und die Klone, die kann, wenn du das geistige Wachstum hast, kannst du erkennen, wer ist. Aber da wir uns wahrscheinlich unten gucken und warten, dass Sahid kommt, werden wir gar nicht wissen, wer darunter schwebt. Für uns wird es Sahid sein. Wenn wir uns entwickeln, werden wir merken, ach, unser Lehrer war Modell 2005, Modell 2007. Genau, wir müssen uns erstmal entwickeln. Für uns wird immer Sahid runterkommen. Aber ob es jetzt das Original ist,
Oder Kopf. So diese Klonsache, Mary. Mary, habe ich gesehen, Klon in die dunkle Dimension? Mary, habe ich einen Klon einmal in einer dunklen Dimension gesehen? Middle Dimension? In einer mittleren Dimension, im Paradies auch. In einer hohen Welt. So, diese Klone sind überall. Diese Klone sind also überall. Yes, when you have a light, wenn ihr Licht habt, you will can see in your light, dann könnt ihr in eurem Licht sehen, who is who. Wer ist. Aber der kann nicht. Aber sie können das nicht. Ja. Sind die eigene Individuen oder sind die wie diese eine Frau, mit der du dann verkehrt hast, einfach unbewusst? Das macht einfach nicht unbewusst. Ja, ja, ja. Aber trotzdem, wenn du this woman you made love with, yeah? She came out of this water and she was an unconscious woman. She was there to enjoy. This is right, yeah? Yes. And those clones, are they also unconscious or their own beings? Like we are. This one which I have, okay. Dieses Wesen, mit dem ich verkehrt habe, I had no conscience. Hatte kein Bewusstsein. She is. Die hat nur gerochen. She had more reason. Die hat mehr Geruchssinn gehabt. And with this she comes. Und damit ist sie zu mir gekommen. She is my. Die hat mein Geist gerochen. My God light. Gottes Licht gerochen. So she came. Sie hat gerochen. She enjoyed. Sie hat sich dran erfreut. She gave me the light. Sie gab mir das Licht. And she disappeared. Und dann she don't have this conscience und Bewusstsein. Sie hatte nicht das Wissen oder das Bewusstsein. Like those clones, they have consciousness. Yes, of course. But are they their own beings or they're only there to serve mankind? Like, and to they come from different creation. Ah, okay. They come from different. Von diesen Wesen. Ja. Das interessante Thema der Klonen bringt bei mir jetzt auch eine Frage auf. Sind eher dunkle Wesen oder die viel Dunkelheit haben? Nehmen wir von mir aus. You wanna go? In ein Teufel, Satan oder wie auch immer. Haben die auch viele Klone? Ja. So. Ja. Das heißt aber nicht, dass sie alle schlecht sind. He's asking if darkness have also clones. You want to go? You have to try. Aber jetzt wird, you can tell me. Dennis hat Interesse. Sag mal, bist du Betus? Ja, genau. You tell me, I want to pray right now. Yes. One last question. The team is very interested, huh? They're coming more and more. So, is there... Nee, das war schon gemeint. Is there a possibility that I could be a clone in future world of me? Yeah? Yes. And now I come to Earth, but I'm only a clone of another being? Yes. This is possible. Possible. So this could be that I'm only a clone of another being? Yeah. Okay. But I can be born. Like a... Like I have a 70,000 different forms. So wie ich viele tausend Formen. Er hat gefragt, kann es auch sein, dass ich der Klon von einem anderen Wesen bin und dann hier auf die Erde geschickt wurde? Er hat gesagt, ja. Und jetzt hat Papa gesagt, es gibt viele tausende Wesen. Ne? Ja. Was? Ja, muss weitersprechen. I don't know. I got it lost. Diese Kloneigenschaft, die sagen Klon, weil wir ein Original voraussetzen. Gott sagt, okay, Klone in denen sind, weil sie gleich aussehen. Aber es sind trotzdem eigenständige Wesen. Ja, yeah, oh, Zwillinge. Ja, es sind Zwillinge. Ja, Zwillinge. Ja, genau. Ja, genau. They are not a clone, they are original. Das sind Originale. Ja. Eine Klone.
By Kevin, maybe even spiritual work. Zum Beispiel, wenn sie in der geistigen Welt ist. That's a Dennis. Dennis. His person coming like, wie heißt es? Swing? Da ist sein Zwilling. But he has more light. Aber dieser Zwilling. And he can guide him. Hat mehr Licht und kann ihn dann führen. Sure, yes. That's the, but they are original, they are not clones. Sind aber Originale. But if you think they are second photocopy, no, no. Ja, wenn ihr denkt, das sind Fotokopien. Nein, they are very. Ja, dann stimmt das mit diesem Modell 2005 und so auch nicht sogar. Das sind keine Kopien. Yes. Ja, aber es ist, jedes Auto ist ja auch einmalig, aber es ist Modell 2005, Modell 2007. Es wird ein eigenes Auto gebaut, aber gemäß dieser Baureihe, weil die alle gleich aussehen. Alle Glatze, alle Ohren. Ja. Aber es ist einfach, um es herzustellen. Ja. Yeah. So you can tell in English too. I don't know. Atari is waiting in. Du machst lange Sätze, das fällt mir sehr schwer manchmal. Ja, yeah, okay. Other I say, we discuss, when we talk about clone, it's not a clone like we have an understanding on Earth. We have a one original and then we make a many copies which are like an empty shell. It's not like this. When God makes something, it's more like a sibling, million siblings of one, but they are all individuals with their own characters. So he make a like one car, you have one edition 2005, you have a next edition 2007. Mm-hmm. They are all from one production line, but they are different cars. It's not the same car. That's a very good example. Yes. This was the point of our discussion. Very good example. Absolutely. Thank you so much. Thank you. Und das war bisher, also solange wir vom Klon gehört haben, das war das für mich ein Klon. Ein Klon. Ja, weil wir unser weltliches Verständnis reinsetzen. Aber wenn man halt diese Bücher liest, wird es dann klar. Und man muss ihm manchmal die Wahrheit entreißen, damit er sie aufpechert. Und so oft haben wir aber noch nie davon Ja, aber unser Bewusstsein ist jetzt ein anderes. Wir reden anders mit ihm. Wir reden offener mit ihm. Die ersten Jahre haben wir Sahi zugehört und geguckt, dass wir verstehen. Und jetzt sind wir dabei, dass wir ihn lassen. Ich habe das erste Mal von dir erzählt. Und hat uns nach dem Seminar von Clones erzählt. Wir haben doch auch irgendwie. Ich habe noch eine Frage. Einmal hast du erzählt, dass wenn wir Licht in unserem Leben auf Erden bringen, dass diese Klone auch in höhere Dimensionen kommen. Aber wenn wir Dunkelheit reinbringen, dann werden die zu unseren schlimmsten Feinden, weil die dann auch Dunkelheit bekommen. Yes. Also die haben ja schon, das sind nicht einfach nur Zwillinge und eigenständige Wesen, sondern die sind auch abhängig von uns. Das ist partnerisch. Ja, das ist mehr als nur eigenständige Wesen. Oder if he is a partner in my business. Das ist wie eine Partnerschaft. Business. Then my Vorteile, your Vorteile. Meine Vorteile, deine Vorteile sind auch meine Vorteile, sind deine Vorteile, deine Nachteile sind meine Nachteile. Vielleicht kann man das als abhängiger Familienverband sehen. Mhm. Ja. Das ist schon ein bisschen mehr, ne? Weil normalerweise kriegen andere Wesen keine Dunkelheit, wenn du Dunkelheit bekommst. So, I like to pray, okay. Ich möchte jetzt beten. Yes. And